alles. Die sind es nicht mal wert, sie irgendwie zu lieben. Ist mir egal, die Viecher, die können echt drauf geschissen. Ausguck, aber da hat eigentlich nichts damit zu tun. Können halt auch nichts, ne? Ich hasse diese Kamerasicht. Diese einfach, diese scheiß nervige Kamerasicht, wo man einfach dann hoffen muss, dass man den Stein kriegt. Ich will mich umsehen. Ich will mich umsehen. Ich will ja. Wo ich gucken will. Nicht irgendwie gezwungen sein, da. Ja, schon wieder. Nicht gezwungen sein, da irgendwie aufzupassen. Oh, jetzt gucke ich vielleicht auf einmal falsch und dann läuft die Tusse nicht in die richtige Richtung. Ja, das ist eine Tusse. Hinterherläuft, einfach nur um mich zu hauen. What the fuck? Hab ich auch noch gesehen, die ist einfach verschwunden. Nett. Da verschwindet die Wespe einfach so. Ja. So wollen wir das. Das ist vollkommen normal. Ich mach das auch immer. Wenn ich keinen Bock mehr habe, dann verschwinde ich einfach kurz. Neue Flasche eingesammelt. Vollständig haben wir das jetzt. Geht's. Ist ja noch ein wenig vor. Haben wir noch ein wenig vor uns, ne? Ist ja schließlich Kapitel 3 und backt sich wieder fest. Das kotzt mich mega messer, wenn sowas passiert. Die Sachen auf. Ist so, da denke ich mir manchmal was mega schlimm ist, ist, es gibt eigentlich sollte jeder, der ein Spiel macht, das Spiel auch testen. Das machen nämlich mega viele Leute nicht. Also, ich sage immer, Spielehersteller machen das. Mega viele machen das gar nicht. Die machen das Spiel einfach, sage ich, cool, fertig jetzt. Ja, stell mal raus. Und dann, das ist mega buggy. Eine Brücke wird den Pfad vervollständigen, aber diese Substanz versperrt den Weg. Hilfst du uns, sie zu entfernen? Ich glaube, ich habe das geeignete Werkzeug. Oben am Gipfel wirst du den Eingang zur nächsten heiligen Höhle finden. Länger. Oh.
Wir sind gerettet! Unsere Wohltäterin! Ihr seid frei, meine Freunde. Nix. Wir beten jetzt mal den Pilz hier an. Beinsnase. Fast nicht zu übersehen. Haben sie. Nummer 50. Nice. So wollen wir das. So soll es sein. Ah. Leute? Ja, ich will euch die Stelle nicht spoilern. Obwohl, blöderweise. Ich glaube, hier an der Stelle ist auf jeden Fall, ist es fertig. Ich erkläre es euch vielleicht nochmal kurz. Die Fliegeviecher, die spawnen die ganze Zeit und das ist ganz zahm und liebenswert alles und so weiter. So, und das heißt, man muss hier den Schalter aktivieren. Rübergehen. Die zu killen kriegt übrigens nichts. Die respawnen. Oh. Oh, da hatte ich Glück gehabt. Also ich weiß noch nicht in der Aufnahme. Leider, also in der eigentlichen Aufnahme. Die halt jetzt leider. Ich existiere. Ja. Dass ich da auch noch mega mäßig Probleme hatte, weil die Viecher auch so gestört haben. Ich einfach noch, wie hier gerade, direkt vorne dran stellen, mega mäßig auf den Sack gehen. Ich beeile mich da jetzt aber schnell durchzulaufen. Ja, das habe ich im Let's Play habe ich das auch mitgenommen. Und ihr seht, gut, ich bin durchgekommen. Ich glaube, ihr seht es gleich nochmal, aber ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Zukunfts-Nico hat euch ein wenig gefallen und ich wünsche euch noch viel Spaß im restlichen Verlauf des Displays und haut rein. Ja, mehr habe ich gerade nicht zu sagen. Haut einfach rein, abonniert uns, schaut uns noch weiter. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn ihr irgendwelche Besserungssachen habt, haut raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!